Servus Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Strobe Flash von Nico. Ja, was haben wir hier drin? Hat 1 Euro gekostet bei Teddy tatsächlich. 6 Gramm NEM, 2 Gramm pro Stück. 3 Stück sind da. Schauen wir mal. Oh, okay. Das sieht doch wohl nicht etwa nach Stroboskop-Effekt im F1-Bereich aus. Ich liebe diesen Effekt. Also Stroboskop-Effekt im F1, ihr wisst ja Leute, ist so echt einer meiner Lieblingseffekte. Entsprechend testen wir jetzt hier auch einfach mal alle drei. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Test. Auf geht's! Strobe Flash von Nico. Auch eine Neuheit eigentlich, ne? Die gibt's noch nicht so lange und die hast du auch im Teddy gekauft, ne? Ich meine ja. 3 Stück sind drin. Strobe ist ja so ein persönlicher F1-Lieblingseffekt bei mir. Ja, stimmt. Ui. Leise Tracking, ja. Ja, nicht schlecht. Also auch mit dem Crackling am Ende ist es zwar irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes, das Crackling am Ende. Ja, und die Blinkphase ist doch relativ aber lang eigentlich. Ja, also doch, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, Pyrus. Ciao, macht's gut.